So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Vollbild. Genau. Wir wollen die Tunnel weitermachen, glaube ich. Genau. Hier waren wir ja komplett fertig. Mit die krasse Kraftwerk. 9% schon runter. Eben, diese Prozent werden höher, ne? Das heißt, wenn er bei 100 ist, sind die Brennstäbe verbraucht, glaube ich. Naja. Wie sieht es eigentlich bei unserer Kaskade aus? Die müsste mittlerweile auch fertig sein. Oh, nee. Da. Fehlt noch eine ganze Menge. Ach nee, halt, das 3,5er, das ist ja, dass das fertig ist. Oh, das ist so komisch sortiert. Also ist er doch fertig. Aber arbeitet sie noch? Nö, scheint sich beruhigt zu haben. Sehr praktisch. Okay. Das heißt, dann können wir jetzt mal tatsächlich den Stromverbrauch sehen, den die Anlage. Also, andersrum gesagt, eigentlich müsste die Anlage jetzt nichts mehr verbrauchen. Genau, Demand 0. Das heißt, auch die müssten komplett leer laufen. Genau. Okay, dann bin ich mir nämlich mal gespannt. Wie viel Strom die Dinger ziehen, wenn wir die Bohrer dann mal aufladen. So, jetzt erstmal die Frage, ne, damit wir nicht wieder ohne alles so losrennen, was brauchen wir alles? Zum Beispiel sind wir letztens ohne den Gleisen losgerannt, was sehr dumm war. Warum habe ich eigentlich ein Fernglas drin, ne, und nehme es nie mit? Bin ich eigentlich dumm oder so? Naja. Gleise. Haben wir keine Gleise mehr? Haben die alle verbraten? Oh, wir haben ein Gleis, siehst du, alles im grünen Bereich hier. Also, so grüner Rarara geht es ja gar nicht mehr. So, Rail. Sollten wir alles haben. Können wir immer gleich 27 Stück. Ja, das klingt doch brauchbar. Ich würde auch gerne mal so ein Ding mitnehmen. Funktioniert der noch? Nee. Die alte Marke wird nicht mehr erkannt. Das heißt, wir müssen den anderen Marker nochmal neu setzen. Weil ich frage mich, ob wir auf der gleichen Höhe rauskommen oder ob wir nicht viel zu hoch rauskommen. Das müssen wir mal schauen. Deswegen nehme ich die Dinge auf jeden Fall mit. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr... was war das? Holz. Holz. Und da haben wir noch ein bisschen das hier und das hier. Können wir jetzt mal schön verbraten. Aber noch mal unnötiges Holz. Apropos unnötige Sachen. Das kann auch raus. Obwohl, nee. Bald waren wir da. So. Ansonsten. Ja, soll das mal reichen? Das heißt, wir gucken dann mal wegen Diamanten. Mese. Kristalle. Und, Eisen. So. Ich mach da mal so. I don't know. Klingt gut. Die Frage ist halt wirklich, wie viele Gleiser machen wir. Ich würde fast sagen, wir machen gar keine Gleise. Also zumindest erstmal bloß ein paar. So ungefähr. Bam. Und das Rest lassen wir erstmal so drinne. Weil ich glaube, mit 82 Gleise reicht sogar schon fast komplett aus. Weil ich weiß gar nicht mehr, gute Frage, wie weit das da noch geht. So, dann geht nur. Ach, übrigens, ich habe tatsächlich mal ein bisschen rumprobiert, so offscreen, mit so ein paar Warps, die man machen kann. Die Dinger hier. Wir haben ja zum einen haben wir die Dinger hier, die wir glaube ich schon mal benutzt haben. Die Dinger hier, die sind halt relativ cool, weil ich glaube, da haben wir jetzt sogar ein paar. Wie gesagt, mit denen haben wir ja schon mal gearbeitet.
Haben wir nicht. Die habe ich bloß in meinem Backpack. Okay. Genau, hier hat er nämlich so ein Stack gemacht gehabt. Und eben der Vorteil bei den Dingern ist halt, die gehen halt instant runter. Und das Ding geht halt so lang, bis es entweder irgendwo auf dem Boden aufkommt oder halt Dinger leer sind. Wobei immer nur ein Stack maximal genutzt wird. Also mehr als 99 lang gehen kann das Ding, glaube ich, nicht. Der Vorteil daran ist aber vor allen Dingen auch, dass man das Ding halt in der Mitte irgendwo, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich brauche nur von da oben bis hier, dass das Ding einfach hier wieder abschneiden kann und schon hat man, ne, den Rest wieder direkt im Inventar. Das Ding hat also auf jeden Fall ein paar Vorteile. Und dann gibt es aber auch noch drei andere, die ich als sinnvoll erachte. Wieso gibt es hier keinen Sprint auf Leitern? Ach so, Kacke. So, und zwar gibt es denn nämlich auch noch, also wie gesagt, die Warp ist ja, wenn man die platziert, ist halt instant da, sofort, easy. Dann gibt es aber auch noch andere Dinger, und zwar zum Beispiel die Dinger hier, die sind ganz witzig, da musst du erstmal sowas hier bauen. Ja, hier hast du halt diverse Sachen. Also sag ich, da hat natürlich hier das Ding überschrieben. Und wenn du denn das hast, kannst du dann daraus das hier bauen und daraus kannst du dann das bauen, daraus kannst du dann das bauen und so weiter und so fort. Du brauchst quasi immer nur hiervon noch ein weiteres. Brauchst du Wolle für. Ne? Das ist halt eine andere Art. Die haben halt eine feste Länge von das, was halt angegeben ist. Nicht hier zum Beispiel 50 Meter, 100 Meter, also das wäre genauso lang wie das Seil. Also gut, circa eins länger. Der Nachteil ist, wenn du die Dinger platzierst, da geht das sehr relativ langsam runter. Das heißt, du hast nicht sofort die gesamte Länge, sondern das Ding ist halt, ne, immer so ein Block alle irgendwie eine Sekunde, das Ding seilt sich quasi selber so langsam ab. Das gleiche ist übrigens auch bei den Dingern hier. Das ist auch noch so eine Leiter, die sich auch automatisch, sobald du sie platzierst, wird sie halt immer weiter länger. Wobei die aber bloß 50 Blöcke lang wird. Danach hört sie halt auf. Die Dinger werden halt so lang wie die Länge, die halt angegeben ist. Danach hören sie halt auf. Oder wenn sie vorher auf dem Boden aufkommen sollten oder so, ne, dann hören sie natürlich auch alle auf. Und dann gibt es noch ein drittes, ein viertes Ding. Das Ding hier. Und das, ja, das habe ich. Also, wenn du so einen Block platzierst, dann wird er auch immer länger. Aber das wird halt immer länger. Also, ich hab das Ding hier platziert, was halt, ne, was halt 450 Meter runter geht. Und dann das Ding direkt daneben platziert. Und das Ding ging aber immer weiter runter. Also immer, immer weiter. Geht auch immer nur ein Block alle Sekunde oder so. Aber es hört halt nie auf. So, das Ding ging halt schon. Ich habe dann irgendwann bei, ich weiß nicht mehr, 900 Meter habe ich dann abgebrochen. Ja, also, das Ding hier ist zum einen super preiswert, weil du brauchst gerade mal ein Holz. Und dann hier ein bisschen Lian, ne, also das, was du ja, super leicht findest. Und ja, das ist, kommst aber super weit mit runter, also keine Ahnung. Ich glaube mal, wir werden persönlich wahrscheinlich wirklich bei dem wir bleiben, einfach weil das Ding halt instant da ist. So, ist halt geil. Ja, ansonsten, was halt noch realistisch wäre halt hier so eine Seiltrommel, die sich dann auch langsam abseilt. Und das Schöne bei dem ist tatsächlich auch, ich würde das mal ganz kurz zeigen. Grant me give. So, mal dich hier weg, dich hier weg. Oh, ich bin auch weg. So, keine Sau. Wenn man hier so eine Rolle hat, dann kann ich euch schon mal zeigen, wie das ungefähr aussieht. Ich gebe mir einfach mal alles drei. So, und das Ding hier. Bam. Und dip. So, wir sehen ja aus, wie man sie platziert. Und seht ihr schon, wie gesagt, so alle Sekunde oder so wird jedes immer eins länger. Und wie gesagt, das Ding hier geht halt runter bis 50 Meter. Also, ne, unter dem, was man platziert hat. Das Ding, wie gesagt, geht unendlich weit runter. Also, ich habe da noch nie ein Ende gefunden. Und wie gesagt, das Ding geht halt so weit runter, wie man das Ding noch dummer hat. Und das Besondere ist, wenn man sich hier rangeht, dann kann man halt direkt dran hoch und runter gehen. Auch wenn man unten angekommen ist, dann fällt man einfach.
Hier bei der Leiter ist es übrigens genauso, ne? Die wird auch immer länger. Wenn man dann zu schnell ist, fällt man runter. Das Geile bei dem Ding ist, wenn man sich hier unten anseilt, dann gehst du mit dem Seil runter. Das ist das, die Besonderheit bei dieser Rolle. Dass du dich dort quasi, wenn du unten bist am Seil, dich mit abseilst. Sobald du beim Seil etwas höher bist, oh, und das Ding macht Geräusche. Sobald du bei dem Ding etwas höher bist, siehst du, gehst du nicht mehr mit runter. Das Seil geht immer noch weiter runter. Kann man vielleicht jetzt besser erkennen. Ne, da geht das Ding immer noch weiter runter, aber du selber bleibst stehen. Nur wenn du relativ weit unten bist am Seil. Nur noch weiter runter. Jetzt gehst du mit runter. Ja, und also siehst du, genau, da oben hat man schon gemerkt. Machen wir hier mal kurz mal Dingsbums da an. Ne, bei einer Höhe von minus 50. Ne, also platziert haben wir es ja bei 0. War ja auf Wasserebene. Und bei einer Tiefe von minus 50, also 50 Blöcke darunter, hört das Ding halt schon auf. Das heißt, das ist relativ kurz. Für normale Höhlen reicht es vollkommen aus. Aber für so eine Mega-Höhle, um dich da abzuseilen, vielleicht schon schwierig. Das heißt, bei einer Mega-Höhle würde ich auf jeden Fall entweder sowas hier empfehlen. Oder halt hier von die große Rolle mit 450 Meter. Da kommst du ordentlich weit runter. Ja, wie gesagt, das Ding hier, das geht halt endlos weit runter. Ja gut, ich meine, das ist ja schon fast gescheatet. Vor allen Dingen das Problem ist, das Ding hier, das scheint wirklich einfach einen Block zu spawnen. Und der Block spawnt dann wirklich einen weiteren Block. Und der Block spawnt einen weiteren Block und so weiter und so fort. Während das Ding hier wirklich als ein Item sich berechnet. Sprich also, hier hast du den Vorteil, wenn das Ding bei 450 Meter unten ist und du es hier um abbaust, ist danach das gesamte Seil weg. Hier genauso. Abbau ist komplett weg. Bei dem Ding ist es allerdings so, wenn das Ding schon sehr lang geworden ist, wie gesagt, gestern hatte ich so 900 Meter, und du das Ding hier oben abbaust, dann ist für alles das, was du hier siehst, alles weg. Es kann aber sein, dass ganz weit unten immer noch Seil ist. Gut, wie gesagt, jetzt war es wahrscheinlich zu kurz dafür. Aber wie gesagt, gestern, als das Ding relativ lang war, da war das Ding denn, ja, da war dann das untere, die untere, ja, der untere Teil von dem Seil war dann noch da. Das heißt, das Ding ist auch ein bisschen buggy, wenn es zu lang wird. Da hast du da überall irgendwelche Seile rumschweben. Ja, das wollte ich nur mal erwähnt haben, wo ich da gestern dann, wie gesagt, ein bisschen rumprobiert habe. Genau. Wie gesagt, wir bleiben aber schon bei dem Seil, das ist cool, das ist geil. So. Und ich habe übrigens, weil ich das hier gerade sehe, am Spawn die Preise etwas realistischer gemacht. Ne, da war ja alles super preiswert. Jetzt habe ich sie überall angehoben. Also die kosten zum Beispiel jetzt überall 10 Scheine, weil man sieht ja, man kriegt einen 10er Schein super schnell. Wenn du kontinuierlich irgendwelche Sachen abbaust, ich glaube, also wenn du jetzt Erdreich baust zum Beispiel, dann bekommst du pro Stack, den du abbaust, einen 10er Schein. Und das würde bedeuten, dass du hier dann halt schon 10 Fragmente bekommen hättest. Also, ja, einen ganzen Mesekristall für einen Stack Erde abbauen. Und das war halt einfach viel zu viel. Deswegen habe ich das jetzt runtergeschraubt auf, sobald du halt einen Stack abbaust, bekommst du ein Fragment. Ne, das heißt, wenn du 200 Stacks abgebaut hast, was, jetzt war das, wenn du 20 Stacks abgebaut hast, was schon echt viel, was? Also, ja gut, was halt viel ist, aber jetzt nicht so viel, bekommst du halt nach 20 Stacks abgebaut schon zwei ganze Kristalle plus noch zwei Fragmente über und kannst dir damit zum Beispiel schon so einen automatischen Sieb bauen. Also, ne, das finde ich schon eher realistisch. Hier genauso habe ich die Preise auch drastisch angehoben. Einfach weil die Dinger halt relativ wertvoll sind. In dem Moment, dass du sie ja A selber gut vermehren kannst. Das heißt, du brauchst in der Regel sowieso nur plus ein. Und wenn du halt schon nach kurzer Zeit direkt alle vier hast, ist ja auch irgendwo langweilig so. Hier, ne, ist das ja reine Verpflegung. Deshalb habe ich das noch ein bisschen preiswerter gelassen. Aber hier bei der Ananas genauso, ist auch relativ wertvoll. Ja, das Rezept ist ja 1 zu 1 geblieben, ist ja, ne, ist ja einfach nur das Crafting-Ersatz. Und hier unten habe ich auch einfach wieder 10er draus gemacht. Reicht auch aus. Kann man ja auch relativ gut selbst vermehren. Und genau, das hier ist ja bloß zum Tauschen, wenn man irgendwelche alten Items drin hat.
Und das, also, ja, genau. Nee, also wie gesagt, die Preise habe ich ein bisschen angepasst auf ein realistisches Maß. Genau. Okay. Haben wir schon wieder Viertelstunde rumgeschnackt. Wollen wir mal endlich mal hier anfangen zu bauen. Meine Lore. Achso, halt einfach noch die Sachen hier. Die anderen. Obwohl. Ich pack sie einfach noch hier unten. So. Bam. Wenn wir sterben, freut sich wenigstens jemand. Zumindest wenn wir die Sachen nicht schnell genug wieder aufheben. Was eigentlich nicht passieren könnte, dürfte, aber hey. Man weiß ja nie. Ach, die Fahrt dauert so lange. Ja, wie gesagt, dann bin ich mal echt gespannt, wie wir das mit der Höhe machen. Ob wir einfach auf der Höhe bleiben. Oder wenn wir merken. Ich muss mal gucken, wie die Landschaft dahinter aussieht. Ob wir wirklich einfach auf der Höhe bleiben können, wie wir jetzt gerade sind. Ich meine, letztendlich drauf geschissen. Selbst wenn wir nicht da rauskommen, wo dieser Stab jetzt ist. Hauptsache, wir kommen irgendwo in der Nähe da raus, wo wir raus wollen. Und dann bauen wir zur Not halt eine überirdische Schiene. Also halt kein Tunnel mehr. Können wir ja auch machen. Also ist es nicht so tragisch alles. Finde ich persönlich. Habe ich hier die Diamanten die ganze Zeit im Gesicht hier. Weg damit. Die lenkt mich nur ab. Und davor geht es erstmal runter, ne? Alter, die Strecke ist so lang. Holy shit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Achso, ich hab die Dinge noch aktiv. So. Yay, das Ende. Wuhu. Ja, hier müssen wir eigentlich wieder zumachen, ne? Machen wir später irgendwann mal. Und ab hier, ja, können wir erstmal direkt wieder Gleise anfangen zu verlegen. Dieses Geräusch ist zum Glück überhaupt nicht nervig oder so. Kein bisschen. Schon leer? Lol. Okay, geht doch schneller weg, als ich dachte. Geht der hier heiß, weg, wie heißt die Semmel? Nur da vorne ist wieder Ende. Alter, die Gleise geht wirklich extrem schnell weg. Holy shit. So, kommst du erstmal, die letzte Fackel kommt erstmal hier hin. Oh, ja, genau, siehst du, da kommt wieder Erde. Ja, also ich glaube, das ist wirklich fast sinnvoller, wenn wir hier sagen, okay, wir bauen lieber komplett oberirdisch. Ich habe jetzt gar keine Erde dabei, verdammt. Weil, wie gesagt, da hinten geht es schon wieder runter. Ja, hier geht es sogar richtig weit runter. Ja, achso, siehst du hier vorne, müsste ja sogar der Stab schon sein, oder? Ja, hier vorne ist der Start bereits. Da. Gut. Das ist interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir denn wirklich einfach geradeaus hier direkt rauskommen. Ich glaube, das macht architekturmäßig sogar Sinn. Dann bauen wir da unten im Graben eine kleine Brücke oder sowas, dass wir da mit der Bahn einfach drüber fahren. Da gehen wir mit der Bahn quasi einfach eins zu eins gerade durch.
Dann können wir das Ding hier auch gleich abbauen, ganz ehrlich. Nicht, dass es mal drin drauf, da kann man das gleich als Übergang benutzen. Damit man hier nicht mal reinspringen muss und wieder rausspringen muss, wenn man hier lang möchte. Ja, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir hier schon ein Schräg raus. Easy. Gut, hier ist natürlich ein bisschen blöd mit dem Abbauen. Machen wir mal hier so. Dam. Ah, schon sind wir auf der Ebene hier. Das ging ja schnell. So. Dann müssen wir jetzt hier eigentlich anfangen, Gleisbett zu bauen, ne? Brauche ich also ganz viel Gravel. Und hier eine richtige Brücke. Also, naja, richtige Brücke. Ist ja bloß eine Kartbahn. Da würde ich einfach ein so ein breites Holzding drüber legen und das war's dann. Brauchen wir aber trotzdem Holz für. Wie gesagt, ich würde zumindest ab hier den anfangen, Kies zu verlegen. Wir müssen eigentlich eine Menge von diesen gesiebten Kies haben, ne? Da müssen wir eigentlich eine ganze Menge von haben. Dann kann ich das nämlich genau hier für solche Sachen verwenden. Ja, schon haben wir ein Problem. Was machen wir hier? Bleiben wir mit dem Schotter auf der Höhe? Und machen uns dann als Bahndamm quasi. Da kann man eigentlich schon was Schönes machen. Ich meine, da hinten endet ja schon wieder, ne? Hier hinten ist sowieso Ende. Genau, da ist ja die Ebene, auf die wir denn unser Haus bauen wollen. Das heißt, hier müssen wir sowieso gucken, wie wir hier das Gleis verlegen. Okay. Wir müssen doch sowieso gucken, wo wir überhaupt unser Haus lang bauen. Weil ich würde mein Haus ungern direkt hier bauen, sondern eher schon etwas weiter in die Richtung. Ich meine, da ist ein Hügel und da ist ein Hügel. Die Frage ist, bauen wir auf einem Hügel oder lieber eher so hier so eine Landschaft? Und wenn wir auf einen Hügel bauen, dann wäre halt die Frage, ob wir auf den oder auf dem anderen da hinten bauen. Ich meine, hier haben wir zumindest eine relativ gute Aussicht. Auch übrigens, ich habe die Bloom-Spawn-Rate erhöht. Ich habe, man kann es ja bei Minecraft Game eigentlich nicht erhöhen, die Spawn-Rate. Das heißt, ich habe es so gemacht, indem ich aus dem Teil der, also im Minecraft Game gibt es ja diese Mod Flowers. Und da habe ich aus der Init-Datei den Teil rausgeklaut, der für das Flower Spreading verantwortlich ist. Und habe den quasi kopiert in eine eigene Mod. Und habe dann in dem kopierten Teil, in der eigenen Mod, dann die Parameter angepasst, sodass die Blumen ein bisschen mehr spreaden. Und zwar so, wie es damals zur 0.4.17er Version war. Also. Besser gesagt zur 0.4.17er 1 Version. So spreaden jetzt die Blumen auch wieder. Weil mir ist es tatsächlich in der 5, also jetzt in der eigentlichen Spielversion, war mir es einfach zu wenig. Ich habe früher so extrem gemocht, wenn so wie hier, ne, jetzt einfach so Sachen bunt werden. So muss es sein. Und das war halt überhaupt nicht mehr der Fall bei den neuen Minetest-Versionen. Und dementsprechend habe ich jetzt das hier auf allen meinen Minetest-Game-basierten Servern etabliert. So. Ja, ich meine, wir haben hier eine schöne Aussicht, aber so hochgelegen zu bauen. Was ist da hinten? Hier ist so eine Scheiße, musst du sehen, wenn du hochgelegen baust. Hast du überall Aussicht zur Kacke? Ist da meine Area schon vorbei oder hat es da jemand gebaut, bevor ich die Area angelegt habe? Das sieht ja hässlich aus. Ne, ich glaube, da ist meine Area schon vorbei, ne? Ja, hier ist meine Area vorbei. Ja, gut. Oh, guck mal, hier hat jemand eine hässliche Hütte gebaut.
Und ungeschützte Kisten. Oh mein Gott. Hier ist nicht mal eine Area. Hier sind nicht mal Schutzblöcke. Das fängt ja wieder gut an hier. Was ist hier drin? Äpfel. Ah, oh, komm, guck mal. Erde brauchen wir ja. Warum haben wir so viel Erde dabei? Ach ja, weil ich da ja gerade gegraben habe. Ne, never mind. So, 7 Äpfel können wir auch gut gebrauchen. Das kannst du behalten. Hier ist gar nichts drin. Lol. Ja, I don't know. Dann klauen wir uns mal hier überall ein paar Dinger. Guck mal, ich bin sogar so lieb, ich lasse die Pflanzen sogar stehen. Ja, ich weiß, normalerweise bin ich jetzt nicht so böse, aber wer so ein hässliches Haus baut, der hat es verdient, ganz ehrlich. Digga, was hast du für ein Haus? Ist doch kein Haus, ist nur, das ist ein Albtraum. Krieg ich direkt Igelpickel. Okay. Genug Bashing hier. Der das gebaut hat, sieht gerade das Video und weint. Ja, wie gesagt, ich persönlich würde mein Haus lieber im Tal bauen. Das heißt dann wahrscheinlich doch eher. Oh, Stamina vorbei. I need more Stamina. Das Problem ist halt, da vorne ist halt direkt wieder so eine große Schlucht. Wobei uns die eigentlich nicht so sehr stören dürfte. Ich meine, können wir sogar unten so schon Hafen bauen, fällt mir gerade mal so auf. Ja, aber hier so auf der Ebene, hier könnte man, noch ein runter, so. Hier könnte man schön was bauen. Da hast du auch relativ schöne Aussichten da hinten zu dem ganzen Gebirge. Also, ne, hier kann man auch schön was sehen. Aber es ist ein bisschen schöner, ein bisschen ruhiger. Ruhigerer. Ich hätte auch eigentlich schon mal als Admin einfach mal die Straße durchziehen können, ne? Naja. Ja, das heißt, wir werden tatsächlich dann hier auch unser großes Haus bauen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie groß das Haus überhaupt werden wird. Ich hätte aber. Ich weiß auch noch gar nicht, wie so die grundlegende Bauform wird. Ob ich so ein. Einfach so ein gerades Haus durchziehe. Oder ob ich so ein gewinkeltes Haus, so eine L-Form mache. Oder dass so zwei Flügel sind, dass es quasi so eine U-Form hat. Dass quasi eine Seite so lang geht, dann die Brücke ist und dann die Seite wieder zurückgeht. So in der Art. Da haben wir viele, viele Optionen. Sehr viele Optionen. So. Das heißt auf jeden Fall, dass wir doch so bis hierhin auf jeden Fall das Gleis legen werden. Warte mal, ich mache mal genau einen Punkt hin. Weil die ganze Zeit mit der Kartbahn fahren. Naja, ich sag mal so, einmal pro Folge kann man zwar machen, aber jetzt nee, nicht. Wenn wir jetzt tatsächlich nur am Kartbahn hin und her fahren sind, ist ja auch irgendwie blöd. Wie war das nochmal? Homes, ne? Home, Mine und Bed. Gut, Mine brauchen wir gar nicht. Wo ist das überhaupt? Problem ist, wenn ich jetzt hier einen Hauptpunkt setzen möchte, dann muss ich ja bereits vorher eins löschen. Ich kann also nicht gucken, wo jetzt die Mine ist. Aber die Mine müsste unsere auch große Mine unten sein, ne? Egal, auf jeden Fall ist das ein Punkt, den wir aktuell nicht brauchen. Delete Home. Mine. So. Und dann machen wir jetzt hier schön im Tal der Träume. Bom. Set Home. Home 2. Was ein kreativer Name. So. Okay. Das heißt, wir brauchen zum einen. Na gut, machen wir mal die nächste Folge. Genau. Ganz viel Schotter und Gleise. Noch ein gut, Kletter haben wir ja. Bis dann.